Vielen Dank. Dankeschön. Meine Damen und Herren, wir sind wenige Tage vor der Bundestagswahl. Die Parteien versprechen uns viele Dinge. Wir alle wissen, egal wen wir wählen, er wird uns die Steuern erhöhen und die Leistungen senken. Und insgesamt ist das Ergebnis, dass wir in einer fetten Wirtschafts- und Bankenkrise herrschen. Eine Krise, die die Banken uns beschert haben, die sie jetzt noch verschärfen, weil sie auf die Kredite sitzen und somit die Kreditklemme provozieren und somit die Krise verschärfen. Also man muss zunächst mal überlegen, was ist eigentlich passiert? Was machen diese Banken? Nicht alle, aber die Zuckerbanken. Wenn so eine Bank zum Beispiel, wenn du frisch verliebt bist. Jetzt stell dir das halt mal vor. Blöd, ja, wenn deine Freundin da ist. Also, jetzt sage ich mir, du bist uns besser kennet. Ja. Stell dir vor, du bist frisch verliebt und du haust das Geld aus für Candlelight-Dinner, für Fleurablau oder so Zeug, überziehst dein Girokonto um 5.000 Euro. Was macht die Bank? Sie zieht dir 17% Überziehungszinsen ab. Wenn du der gleiche Bank 5.000 Euro aufs Sparbuch legst, kriegst du stolze 1,9%, wenn du gut verhandelt hast. Das Geld, das du der Bank gibst, verleiht die Bank sofort weiter. Sie darf es aber nach dem Staatsvertrag 16 Mal weiterverleihen. Sie hat einen Hebel. Das heißt, 5.000 Euro, die eine Bank wirklich hat, bläht sie auf zu virtuelle 80.000 Euro, 40.000 Euro von Geld, was gar nicht existiert, bucht sie andere arme Schweine auf Girokonto, die vom sauer verdienten Lohn 17% zahlen müssen, und die andere 40.000 verzockt sie fröhlich international an den Börsen. Wenn es gut geht, kauft sich die Bank einen neuen 40-stöckigen Glaspalast, den du im Winter mit einem Kernkraftwerk aufheizen, im Sommer mit einem zweiten wieder runterkühlen musst. Wenn es aber schief geht, kommt die Bank zu uns und sagt, ach, Steuerzahler, wir haben ein bisschen Scheiße gebaut, den mal bitte nachzahlen. Und wir machen das alle brav mit, Leute, sind wir eigentlich blöd? Das war jetzt sehr ehrlich. Es hat doch schon wegen kleinerer Gründe Revolutionen auf dieser Welt gegeben. Warum machen wir keine Montagsdemonstrationen? Oder Sonntagsdemonstrationen? Da kann ich auch mit. Leute, ich gebe euch einen guten Tipp. Macht was Gescheites mit eurem Geld, versaufet es in der Stammkneipe. Und wenn ihr je versehentlich was übrig habt und ihr wollt sicherer anlegen als auf einer Bank, legt es auf eine Parkbank und schreibt drauf, wenn möglich, bitte liegen lassen. Und das macht dem Bürger wenige Tage vor der Wahl natürlich logischerweise Angst. Er sagt sich, Mensch, ist das schon die Globazilisierung? Hast du den jetzt erst begriffen? Ist heute Lehrerausflug. Viele sagen, die Hedgefonds waren schuld und sagen, Hedge, was ist denn Hedge? Ist Hedge womöglich die englische Übersetzung für Heuschrecke? Nein, Leute, Hedge ist schwäbisch, Konjunktiv, Hedge nicht dürfen. Es gibt eine schwäbische Wirtschaftsweisheit, die lautet, Hedge steigt Geld in den Hedgefonds, na Hedge's noch. Und so hat der Bürger in Deutschland Angst. Andererseits, was haben wir denn immer so furchtbar Angst? Es geht uns doch gut in Deutschland, sind wir doch mal ehrlich. Deutschland, nie richtig warm, nie richtig kalt, nie richtig nass, nie richtig trocken, immer wunderbar beige. Trotzdem hat der Deutsche Angst zum Beispiel vor der Klimakatastrophe. Gut, die wird kommen, man weiß es. Bis zum Jahr 2100 wird sich bei uns in Deutschland die durchschnittliche Temperatur um 3 Grad erwärmt haben. Das Gute an dieser Nachricht, bis dahin sind unsere Nachfahren so herrlich Pisa-blöd, dass sie sagen, ist doch wunderbar, wir hören auf zu arbeiten, setzen uns zur Ruhe und leben ab sofort vom Rückgeld aus der Heizkostenvorauszahlung. Wenn die Klimakatastrophe da ist, wird man sich in Mainz, in Stuttgart, in Heilbronn, in Konstanz durchs Fenster durch den Hochseehecht angeln können. Die 5 neue Bundesländer und die norddeutsche Tiefebene werden weg sein. Das tut einem arg leid.
Wir haben ja gesagt, der deutsche Bürger hat Angst. Erstaunlicherweise hat der Politiker jetzt vor der Wahl auch Angst, weil er natürlich weiß, dass wir optimal frustriert sind. Ist doch so. Wir sagen uns doch, Schwarz-Gelb hat die Misere angerichtet, Rot-Grün hat sie nicht beseitigen können, außer Dosenpfannen und Schwulen-Ehe nicht viel nachbracht. Und die grobe Koalition wurschtelt auch nur noch vor sich hin, bis jetzt die Wahl kommt. Was sollen wir denn wählen? Hast du dir schon überlegt? Partei bibeltreuer Christen. Ja, das kannst du fein machen. Ist die ehrlichste Partei, die es gibt. Wenn du die fragst, kann man deinen Chef wählen, sagen sie, weiß ich nicht, habe ich noch nie gesehen. Wir haben Angst, und ihr werdet sehen, an der Wahlbeteiligung. Der Jungwähler wählt schon lange keine Parteien mehr, nur noch Klingeltöne. Der Wohlstandsbürger über 40 interessiert sich nicht für die breite Masse, nur noch für die schlanken Maße von irgendwelchen Popschlampen. Oder Supermodels, ideal immer noch Heidi Klump, wenn sie gerade nicht kalt wirft, brütet. 90, 60, 90, Naomi Campbell, 92, 48, 96 oder Angela Merkel, 100, 200, 202. Und jetzt starrt der Politiker panisch auf die Länder, wie sie gemacht haben. Guck, Nordrhein-Westfalen, Jürgen Rüttgers hat ja damals, um zu gewinnen, gesetzt auf Katholizismus. Wir in Baden-Württemberg, wir haben gesetzt auf Exorzismus. Wir haben jetzt unseren Teufelsaustreiber. Ich habe ja damals gesagt, dass Annette Schavan das Rennen macht, weil Schavan stand doch Erwin Teufel an überbordender Lebensfreude in Nixmar. Das ist doch gerade dieser Skandal, dass es heißt, im Kanzleramt war eine rauschende Party für Ackermann. Hey Leute, Annette Schavan war dabei, rauschende Party. Jedenfalls dann bin damals bei uns Günther Oettinger, dieser sizilianische Latin-Lover-Typ. Und wie er jetzt wieder war bei Anne Will, es ist doch so, Leute, es ist ja nicht gerade falsch, was er sagt, aber sind wir doch mal ehrlich, man denkt doch jedes Mal, es wäre so wunderbar. Er täte meinetwegen ein bisschen weniger akkurat aussehen und lieber ein bisschen schöner schwätzen können. Ja. Hast du immer das Gefühl, es ist der Sprecher vom Stuttgarter Schnellhudel-Fahrspielverein? Seine Kritiker sagen, er muss so schnell schwätzen, damit er seinen eigenen Scheiß nicht verstanden muss. Und, ja. Und dabei ist ja einer der letzten Hoffnungsträger der Union. Wo sind sie denn hin, die jungen Wilden? Guck doch her, Roland Koch in Hessen ist doch nicht aus eigener Kraft wieder erstarkt. Nein, weil Ypsilanti damals der Karin dreimal an die Wand gefahren hat. Man sagt doch auch Aktenzeichen Ypsilanti ungelöst. Christian Wulff hat gesagt im Interview, er sei kein Alpha-Typ, er will gar kein Kanzler werden. Unser Oettinger kann nicht einmal eine Grabrede halten, ohne selber Schirm mit Nein zu fallen. Vielen Dank, Dankeschön. Dankeschön. Meine Damen und Herren. Ich habe die große Freude und Ehre, einen Kollegen anzusagen, nämlich Frank Lüdecke. Viel Spaß, Dankeschön. Ja, meine Damen und Herren, wir haben Wahlkampf. Es ist, also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, mir geht es so, es ist wahnsinnig schwer zu entscheiden, welche Partei steht eigentlich wofür. Angela Merkel hat gesagt, sie ist nicht für Steuererhöhungen, sie ist aber auch nicht gegen Steuererhöhungen, sie ist wohl für beides. Alle Parteien sind aber zum Beispiel auch für Bildung. Nicht? Angela Merkel war ja auf Bildungsreise, so wie Goethe früher. Und wir haben das mitbekommen, sie war in einem Frankfurter Kindergarten. Da hat sie Folgendes gesagt, sie hat gesagt, es wäre wahnsinnig wichtig, wenn die Kinder in die Schule kommen, müssten sie Deutsch können. Ich kann das persönlich nur unterstreichen. Ich bin allerdings der Ansicht, die Kinder sollten auch Deutsch können, wenn sie die Schule verlassen. Alle Parteien sind natürlich auch für Kinder und für Familien. Natürlich, das liegt an unserer demografischen Entwicklung. Ich weiß nicht, ob Sie unsere Bevölkerungspyramide mal gesehen haben in der letzten Zeit, aber die sieht mittlerweile aus, als würde man Helmut Kohl auf den Kopf stellen. Also ganz, ganz traurig.
Das Europäische Statistikamt, ja, hat gerade herausgefunden, es gibt nur noch ein Land in Europa, in dem weniger Kinder geboren werden als in Deutschland. Ja, das ist der Vatikan. Also es kommt einfach nichts mehr nach. Das liegt natürlich jetzt auch an unseren Strukturen. Nicht? Erinnern Sie sich nur an diesen Kulturkampf um die Krippenplätze damals. Nicht? Nun ist es so, also viele Menschen in Deutschland würden natürlich sehr gerne ihre Kinder zu Hause betreuen. Das Problem, sie haben keine. Wie Bischof Mixer zum Beispiel. Der Bischof Mixer hat damals gesagt, 700.000 Krippenplätze, ja, das wären eindeutig zu viel für Deutschland. Und er verwies darauf, dass die christliche Kirche 2000 Jahre mit einem einzigen Krippenplatz sehr gut war. Jetzt ist im Wahlkampf ja noch ein ganz anderes Problem aufgekommen. Die SPD will jetzt weg von dieser fiesen Agenda-Politik von Gerhard Schröder. Nicht Gerhard Schröder, die Älteren werden sich erinnern. Das war dieser heiratsfreudige Russlanddeutsche. Ja. Der war damals Chef von Rot-Grün. Und Rot-Grün, das war ja die Zeit in Deutschland, als Pfandflaschen mehr Rechte hatten als Asylbewerber. Nicht? Ja, wir haben ja damals auch unsere Sozialgesetzgebung nach Brasilien fixierten Puffgängern benannt. Ja. Ja. Ich kann leider nicht warten. Ja, Frank-Walter Steinmeier ist also, wie gesagt, jetzt für eine andere Politik. Und mich hat das also so gefreut, weil ich immer an diese Traditionslinie geglaubt habe, nicht? Che Guevara, Rudi Dutschke, Frank-Walter Steinmeier. Die SPD ist jetzt zum Beispiel im Gegensatz zur CDU für den Mindestlohn, nicht? 80% der Deutschen sind jetzt für den Mindestlohn, dagegen sind nur Josef Ackermann. Und der ist Schweizer und die Abonnenten der Zeitschrift Kapital. Eigentlich, nicht wahr? Eigentlich soll ja der Markt alles regeln, nicht auch die Löhne. Also die Vorstellung, ja, dass der Markt alles regelt, das ist noch eine sehr alte Theorie von einem früheren Generalsekretär der FDP, Charles Darwin. So. Jetzt sagen die Kritiker der Mindestlöhne, ja, die Kritiker sagen, naja, also durch Mindestlöhne werden jetzt Produkte und Leistungen schlichtweg zu teuer, Folge, die Wirtschaft wandert ab. Kleines Beispiel, der Friseur. Ja. Wird der zu teuer, dann gehen Sie nicht mehr zum Friseur um die Ecke, sondern Sie kaufen sich ein Ticket und fliegen für 4,99 Euro zum Hairstylisten nach Dubrovnik. Oder Sie lassen sich gar nicht mehr die Haare schneiden und laufen rum wie André Rieu. Aber das will ja auch keiner. Jetzt sagen viele, ja, diese Probleme wären doch im Grunde genommen erst durch die Globalisierung entstanden. Und das ist auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Aber wir müssen doch auch mal die Chancen erkennen, Leute. Die Globalisierung handelt nach dem Prinzip Hoffnung. Und wenn morgen die Erde unterginge, so würde ich heute noch einen Baum fällen. Martin Luther, nicht Martin Luther, das war der Typ, der damals die Agenda 1517 an die Tür genagelt hat. Der Martin Luther hat ja gesagt, nicht wahr? Jeder Mensch solle da arbeiten, wo Gott ihn hinstellt. Das heißt, die kannten damals noch keine Pendlerpauschale. Wenn jetzt aber Nokia sagt, ja, Nokia, der Bochumer solle gefälligst in Rumänien arbeiten, ja, dann muss er das machen, der Bochumer. Nicht? Da kann er nicht sagen, ja, Martin Luther war aber anderer Ansicht. Nicht? Das geht nicht. Ich kann doch heute nicht sagen, ich gehe nicht nach Rumänien, nur weil ich auf dem Weg zur Arbeit einmal in Warschau umsteigen muss.
Diese Bequemlichkeit können wir uns heute nicht mehr leisten. Jedenfalls nicht, solange der Osteuropäer 30 Kilometer barfuß zur nächsten Produktionsstätte läuft. Ja, meinen Sie, der Zumwinkel hätte es zu was gebracht, wenn er gesagt hätte, ich lasse mein Kapital nicht in Liechtenstein arbeiten, das ist mir zu weit. Und was heißt denn, es gibt keine Moral? Ich will Ihnen mal sagen, wir haben in Deutschland seit 1918 die Trennung von Staat und Kirche und seit 1989 die von Moral und Wirtschaft. Aber was ist mit der Politik? Nicht, denn dieselben Politiker, die jetzt im Wahlkampf zu den Bankmanagern sagen, nicht, ach, ihr Hasardeure, verzockt da am Roulette-Tisch die Spareinlagen eurer Kunden, die haben ja selber am Spieltisch gesessen. Sie wissen wahrscheinlich, was deutsche Kommunalpolitiker gemacht haben. Die haben Teile der Infrastruktur ihrer Bundesländer in Milliardenhöhe an amerikanische Investmentfirmen verscherbelt. Die Müllverbrennung von Aachen, die Straßenbahn von Berlin, die Kanalisation von Düsseldorf und für 99 Jahre und dann sofort für 30 Jahre zurückgemietet. Da geht es also um irgendwelche Steuervorteile in Amerika, die dann also zu 4% zu uns zurückfließen, sofern der Dow Jones stabil bleibt und der kubanische Rohzuckerpreis nicht den amtlichen Mittelwert unterschreitet. Man nennt das Cross-Border-Leasing. Ja, Cross-Border-Leasing, das ist Englisch, heißt so viel wie halbkriminelles finanzielles Scheingeschäft. Da entstehen keine Arbeitsplätze, da wird nichts hergestellt. Das ist nur heiße Finanzluft aus Amerika, die dann direkt in die Köpfe deutscher Kommunalpolitiker weitergeleitet wurde, weil da offensichtlich sehr, sehr viel Platz ist. So. Jetzt kommt die Finanzkrise, ja. Jetzt gibt es plötzlich Probleme mit den Bürgschaften. Und wenn es Probleme gibt, na was glauben Sie, wer da haftet? Ich gebe Ihnen mal einen Tipp. Die Amerikaner sind es nicht. Nee, die sind ja nicht blöde, die haben sich natürlich abgesichert, haben auch nur Filetstücke im Leasing. Nicht, na meinen Sie, die nehmen die Hessen-SPD? Dann nehmen Sie aber lieber die Kanalisation von Düsseldorf. Mittlerweile, ja, gucken die Rechtsexperten, kann man also vielleicht noch irgendwas retten? Das Problem, sämtliche Verträge auf Englisch, nichts ins Deutsche übersetzt, was sehr sinnvoll ist, weil das hätte also Millionen gekostet. Und da haben sich die Politiker gesagt, ach, das Geld sparen wir uns, denn ob das jetzt Deutsch ist oder Englisch, wir verstehen die Verträge sowieso nicht. Um noch mal ganz kurz auf das Thema Bildung zurückzukommen. Haben Sie eigentlich gehört von dieser Bildungsstudie in Berlin und Brandenburg? Also ich meine nicht die PISA-Studie. Eine Bildungsstudie über Schüler in Berlin und Brandenburg. Ergebnis: verheerende Bildungsdefizite. Viele Berliner Schüler, ja, kennen heute gerade mal noch zwei DDR-Politiker mit Namen. Gerade mal noch zwei. Konrad Adenauer und Helmut Schmidt. Viele wissen gerade mal, wann die Mauer gebaut wurde. 1968. Von den Alliierten. Das Wissen Berliner Schüler, ja, über Geschichte ist mittlerweile auf dem Niveau amerikanischer Touristen angelangt. Wissen Sie eigentlich, was die amerikanischen Touristen, wenn die bei uns in der Stadt sind, was die immer ihre Reiseleiter fragen? Warum sich die Nazis eigentlich Nazis nannten, wo der Name doch so einen schlechten Ruf hatte? Wissen Sie, was das Problem bei uns ist? Das Problem ist, unsere Schüler haben zu wenig Internetanschlüsse. Schade. Ja, sonst könnten sie sich die Zusammenhänge nämlich googeln. Ich mache das auch. Das geht super. Sie müssen nur, ja, bei Google soziale Gerechtigkeit eingeben zum Beispiel und dann wissen Sie Bescheid.
dann kriegen Sie 250.000 Einträge allein für soziale Gerechtigkeit. Wenn Sie Winterreifen eingeben, sind sogar 8 Millionen. Sie können ja mit 30 Personen, die verstreut sind über den kompletten Erdball, ja, können Sie gleichzeitig chatten und über soziale Gerechtigkeit diskutieren. Haben Sie es mal probiert? Nee, also ich habe es mal gemacht und ich war total überrascht, weil die intellektuelle Herausforderung ist wesentlich größer, wenn Sie alleine durch den Wald laufen. Bloß wie kommt das? Das liegt daran, dass die Inhalte mit den technischen Entwicklungen nicht Schritt halten können. Das Internet hat noch neue technische Möglichkeiten geschaffen für Menschen mit einem übertriebenen Geltungsdrang. Sie müssen sich mal umgucken. Ja? Heute sind im Internet welche Künstler, die hätten, sagen wir mal, vor 20, 30 Jahren vielleicht eine Schlosserlehre gemacht. Nicht? Aber es gibt ja keine Lehrstellen mehr. Die schreiben jetzt diese Blogs, diese elektronischen Tagebücher. Habe ich mir mal welche angeguckt. Und der erste Gedanke, der mir jetzt spontan kam beim Lesen, wir brauchen dringend mehr Schlosserlehrstellen. Gut, jetzt sagen die Leute, naja, wir erleben im Moment einen kulturellen Niedergang und das ist natürlich Quatsch. Nicht, das sagen die Leute, ach, seit 500 Jahren. Im Gegenteil, wir erleben im Moment ein Aufblühen. Ja? Ein Aufblühen von Kunst und von Kultur. Und es war nicht immer so. Ich kann mich also persönlich selber erinnern, so in den 70er, 80er Jahren, da war man doch im Grunde genommen ja, schon mal froh, wenn aus den staatlichen Galerien mal ein wertvolles Gemälde gestohlen wurde. Nicht, weil man wusste, aha, es gibt doch noch Menschen, die sich für Kunst interessieren. Und auch was davon verstehen. Und heute wird in Deutschland alle 3 Tage ein Museum eröffnet. Alle 3 Tage. Und die Leute gehen hin. Nicht in Berlin zum Beispiel, haben sie manche so lange zu dieser Impressionisten-Ausstellung angestellt. Als die dran waren, wurde Dürer gezeigt. Wissen Sie eigentlich, warum viele Berliner Kellner, warum die so unfreundlich sind? Die sind sauer, dass die Gäste ihre Romane nicht kennen. Versicherungsvertreter stellen ihre neuesten Werke aus, Apotheker geben Klavierkonzerte. Ich glaube, es hat in Deutschland noch nie eine Zeit gegeben, in der so viele Menschen zu höherem berufen waren. Ja? Gut, ich persönlich habe da also überhaupt kein Problem mit. Im Gegenteil, ich argumentiere sogar andersrum. Ich sage, komm, ist egal, gib doch dem Versicherungsvertreter eine Vernissage. Das ist besser für alle. Denn wohin das in Deutschland führen kann, wenn man einen Kunstmaler sich nicht entfalten lässt. Ja, den muss ich mal erklären lassen. Ja, ich möchte zum Abschluss noch einen Gedanken an Sie loswerden. Ich hoffe, dass Sie im Zuge dieser ganzen Wahlquerelen eine Sache nicht vergessen. Wir haben in diesem Jahr ja noch ein sehr großes Jubiläum zu feiern. 20 Jahre Mauerfall. Nicht 20 Jahre ist das schon wieder her. Wahnsinn, oder? Erinnern Sie sich noch an den 9. November 1989? Ja? Also ich war in Berlin damals und ich kann Ihnen sagen, das war eine fantastische Stimmung damals. Wildfremde Menschen fielen sich in die Arme. Ich habe das vorige Woche noch mal in Dresden versucht, aber... Ja. Meine Damen und Herren, ich habe jetzt die große Ehre, einen jungen Kollegen anzukündigen, der in den letzten Jahren einen sehr großen Erfolg gehabt hat. Er heißt Fatih Çivikoğlu. Das ist ein Name, ja, er kommt wohl mehr aus dem Schlesischen. Er lebt in Köln und ich wünsche mir jetzt einen donnernden Applaus für Fatih Çivikoğlu. Ja, guten Abend. Danke sehr. Danke, 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 danke.
Ja, das Thema des Abends. Die Wahlen stehen vor der Tür. Was passiert? Bundestagswahlen im Vaterland. In der Politik hat man jetzt den Ausländer als Wahlgruppe, als Wahlmannschaft, Stimmen, als Stimmen entdeckt. Und jetzt die Frage ist doch, wir sind doch hier aufgeklärte Demokraten, die Frage ist doch, sag mal, was wissen wir Deutschen eigentlich über uns Türken? Sag mal. Was wissen wir? Leben wir in einer Gesellschaft? Sind es mehrere? Wenn ja, welche war zuerst da? Wer ist Gast, wer ist Geber? Wer hat von beidem keine Ahnung? Was wissen wir? Nehmen die Teil an der modernen Gesellschaft? Gehen Türken ins Internet? Wenn ja, wie? Natürlich gehen die ins Internet, aber nicht so wie du. Das geht ja gar nicht. Die können zum Beispiel gar nicht auf Spiegel Online gehen. Das ist gar nicht möglich. Die Tastatur hat ja nur Üs. Ist das unser Wissen? Ist das unser Wissen? Wenn das unser Wissen ist, das sind Klischees. Und Klischees sind, gerade selber gemerkt, lustig. Solange sie auf der Bühne stattfinden. In der Realität sind Klischees nicht lustig. Aber gut, in der Realität gehst du auch nicht jeden Tag auf Spiegel Online. Die Zeit hat doch keiner mehr. Oder sind Lehrer hier? Natürlich gehen wir ins Internet, so Seiten, so einen jungen Moslem mal interessieren. Sowas wie renteburka.de, mullahspace.com, talibanscout24.de. Bei Taliban Scout, das ist ganz lustig, da siehst du die Jungs, die gerade online sind, an so lustig blinkenden Turbanen. Ja, da siehst du gerade, welcher Kollege gerade seinen Laptop aus dem Erdloch raushält. So. Und da lachst du auch noch. Mal Witz auf Kosten von Minderheiten und du hast Spaß. Super, natürlich gehen wir ins Internet. Gestern Abend noch im Internet gesessen, mir bei eBay noch schnell so einen gebrochenen Sprengstoffgürtel geschossen. Da schreibe ich Spiegel Online. Deutsche lachen über Sprengstoffgürtel-Gag. Sind wir schon wieder so weit? Natürlich gehen wir ins Internet und dann sitze ich da und recherchiere so vor mich hin und irgendwann kommt der kleine Hunger, dieser Heißhunger. Du weißt, was ich meine. Heißhunger, so. Heißhunger auf alles. Egal was, Hauptsache überbacken. So, ne? Das ist ja, Mensch, was isst du jetzt? Ja, Döner ist jetzt zum Frühstück und zum Mittagessen, bin ja Türke. Ich habe dir aus reiner Höflichkeit jetzt angeboten. Freunde, wenn noch einer über so einen Gag lacht, dann mache ich den Beschneidungswitz über Deutsche. Frauen. Ich sag doch, wir wären Freunde. Ich hab da gesessen und dachte, was isst du jetzt? So leckere deutsche Küche, so leckere Pizza Quattro Stagioni oder sowas. Ne? Beim Pizzablitz angerufen, kurz war Taste 1, man ist ja organisiert. Ich rufe da an und da war ich sehr überrascht. Da hatte ich einen Typen am Telefon, der hatte massive Logorö. Logorö, für alle FAZ-Leser, Logorö ist eine Formulierung aus der Sprecherziehung, das bedeutet Verbaldurchfall. Ja, und dann bist du am Telefon und Hunger macht böse und du willst dann, und du verstehst nichts. Und du regst und so, hey, immer diese Ausländer. Immer dieser Migrationshintergrund. Könnte ich irgendjemanden hinsetzen, der Deutsch kann? Am Telefon wird das Sinn machen. Gut, streng genommen war das gar kein Ausländer. Oder musst du selber entscheiden. Kommt auf den Blickwinkel an, der kam aus Leipzig. Was sagst du da? Es gibt neue Bundesausländer und alte Bundesausländer. Ja, eine neue Bundesausländerin regiert schon seit geraumer Zeit. Überleg mal, wie lange ist die Merkel schon in Deutschland? Ich bin länger da. Ja, klar. Nur mal so zum Nachdenken. Und jetzt, wie gesagt, bevor ich jetzt verhungere, habe ich beim Thai angerufen. Vorteil, der kann wenigstens Deutsch. Das Essen ist sehr lecker, es ist sehr gesund und wenn es dir nicht schmeckt, kannst du immer noch massieren lassen. Ja. Merkst du, kommst du gar nicht gegen an, ne? Weil kommt von der Bühne. So, habe ich da angerufen und ich kenne den, das ist ein netter Typ. So, und ich so, Hong Bing! Einmal sechs süß, sauer, Fisch schmeckt noch warm, Fatih hat Hunger. Wenn schnell geht, ist nicht schlimm. Was? Mach hin, Hong Bing! Was denn? Ich darf so rumkommandieren. Wir haben noch nie um 5.45 Uhr zurückgeschossen. Das schreibe ich Spiegel Online. Deutsche lachen über ihre eigene Geschichte. Wir sind tatsächlich schon so weit. Natürlich, Viertelstunde später stand der Kollege vor der Türe und du bist hungrig. Der Mann kommt, du bist glücklich. Türe klingelt, Speichelfluss, du weißt, was ich meine. Und ich kenne den, auch so ein netter Typ. Ich finde den super. Ich so, ey, das ist so geil, dass du da bist. Du bist so cool. Ey, du bist wie die Simpsons. Du bist klein, gelb und lustig. Fand der gar nicht witzig. Und er so, pass mal auf, Ali. Ich nenne dich ja auch nicht Gülle Ahmed. Hier ist dein Essen und geht. Und womit? Mit Recht. Da bin ich mitten reingetappt in die Vorurteile. Ich laufe durch die Gegend und denke so, ich habe keine Vorurteile, das sind die anderen. Mitten reingetappt. Vorurteile sind wie Beischlaf. Aus purer Geilheit springst du rein, erst danach machst du dir Gedanken und dann ist zu spät. Kann was passieren? Ist was passiert? Wenn was passiert dann?
Hast du selber gemerkt? Guck mal hier, Tastatur nur üs. Ah, 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 ah. Döner zum Frühstück. 5.45 Uhr wird zurückgeschossen. Es ist immer leicht, um die anderen zu lachen, merkst du auch, ne? Aber so ist das Spiel halt. Will sagen, im Umgang miteinander leben wir zu 90% von Vorurteilen, das ist so. Ne? Jeder hat Vorurteile. Frag doch mal den Ossi, was über den Wessi denkt. Hm? Den Türken über den Kurden. Hm? Frag den mal. Den Bayern über den Sachsen. Ja, frag den mal. Den Mainzer über den... Sag was. Ja? Ihr habt doch auch nicht alle, oder nicht? Ne? Will sagen, guck mal, der goldene Satz ist der, wer von euch frei von Sünde, der werfe den ersten Stein. Ich gebe zu, das ist kein Satz, den man als Christ auf dem Marktplatz in Teheran sagen sollte. Die haben da eine andere Auslegung, aber darum geht's. Wir sind voll. Bitteschön. Ja, wir sind voll. Voll. Doch. Und ich sage nicht, dass du schlechter bist. Wir sind gleich schlecht. Darum geht's. Ne? Guck mal, kleines Beispiel. Du machst doch lebendig. Du sitzt zu Hause. Es klingelt an der Türe. Du machst die Tür auf. Vor dir steht ein Typ, was weiß ich, 2,10 Meter groß, irgendwie 190 Kilo schwer. Sieht aus wie der schäbige Bruder von Nikolai Walujew. Ne? Du denkst direkt so, oh, Moskau in Kasso. Oder noch schlimmer, Schutzgelderpressung. Ne? Und er sagt dann perfekt im Deutsch sowas wie, schönen guten Tag, GEZ, zahlen Sie Gebühren? Vorurteile mitten reingetappt. Und aus lauter Freude, dass du mit dem Leben davongekommen bist, zahlst du die Gebühren vom ganzen Block. Vorurteile, ja klar. Ja, natürlich. Was denkst du? Ja, natürlich, ja klar. Doch, so sieht's aus, ja. Oder guck mal, anderes Beispiel. Du bist, was weiß ich, im Fitnesscenter, kommst vom Band runter, irgendwie, hast eine Stunde schön geschwitzt, gehst in die Umkleide, willst duschen gehen, siehst, wie der schwarze Kollege neben dir blank zieht. Weil Mr. Wangalang, a Ding Dong, auch noch duschen gehen will. Ne? Du schaust doch noch nicht mal hin. Aus lauter Panik, dass du mit dem Vergleich den Kürzeren ziehen könntest, gehst du ungeduscht nach Hause. Weil du denkst, das ist nur in deinem Kopf und das ist das Problem. Du denkst, würdest du Jochen Watumba einmal auf deinen Erdschieber gucken, könntest du wahrscheinlich vor lauter Frust die nächsten 3 Wochen zu Hause das europäische Normalmaß googeln. Um dann festzustellen, dass die deutsche Diener meine ich weiterhilft, wenn es interessant wird. Im Prinzip nie. Und du hast doch nicht mal hingeguckt. Guck hin. Die Realität ist oft kleiner, als man denkt. Guck hin, ja. Was ich noch viel lustiger finde, als dieser offensichtliche Rassismus, das ist ja Rassismus, ist dieser versteckte Rassismus. Was ich meine? Dieser Gutmenschen-Rassismus? Kennst du doch. Kennst du, klar, jeder kennt das. Hier, mein Nachbar, tolles Beispiel. Der kam zu mir und sagte sowas wie, Herr Cevicolu, wir haben unsere Wohnung renovieren lassen. Von einem Polen. Ist aber netter. Was heißt denn hier aber? Hat der Durchschnittspolen Arschlochgen in seiner DNA oder was? Okay, die haben die Kaczynski-Twins, aber deswegen ist nicht jeder Pole gleich eine Arschgeige. Muss man nochmal differenzieren können. Aber das ist es. Du fühlst dich in der Hierarchie überlegen. Guck mal, die normale Oberstudienrätin spricht doch mit ihrer kasachischen Putzfrau wie mit einem Hund mit 3 Beinen und einem kaputten Ohr. Man macht sich vor, jemandem, dem du auf Augenhöhe begegnest, mit dem sprichst du nicht wie mit einem Behinderten. Und selbst mit dem sprichst du nicht so, weil das steht der Zivi daneben, der haut dir auf die Fresse. Na klar, aber da geht ja. Und wenn du so, dann fühlst du dich in die Hierarchie überlegen. Dann sagst du, ich bin so ein guter Mensch. Du bist so eine arme Sau. Ich helfe dir. Ja, fein. Ja, geh renovieren. Ja, ab. Na, oder? Das ist doch, guck mal, jeder hat doch hier, die Gutmenschen können doch vor lauter Gutmenschlichkeit gar nicht mehr in Schlaf nachts. Na, jeder hat doch seinen Türken zum Beispiel hier. Unser Türke hier, mein Kiosk, mein Getränkehandel, mein Schneider, mein Kfz-Mechaniker, mein Sachwart, mein Restaurant, Sachwart, mein Friseur. Ne? Jeder hat seinen Türken. Jetzt gibt es auf dem, der Gutmensch geht auf dem Weg nach Hause bei seinem Türken vorbei und grüßt mal ganz freundlich. Merhaba! Und schon kann er in Ruhe schlafen. Wir waren gestern im Kabarett bei einem Türken. Super! Super! Toll! Der konnte richtig gut Deutsch. Nicht so wie Sie. Gülle, Gülle! Ne? Gut, ich gebe zu, das Beispiel ist an den Haaren herbeigezogen. Das hat ja mit Realität nichts zu tun. Das ist ja Mumpitz, was ich erzähle. Das ist ja vielleicht ein Beispiel, was dir näher liegt. Du kommst aus der Toilette, aus dem WC. Vor dir steht der Toilettenmann aus dem Senegal. Der senegalesische Toilettenmann, ne? Ist ja real, steht da schon mal. Kommst da raus, du siehst ihn, bei dir geht direkt der Gutmensch-Knopf los. Du gehst raus und drückst ihm direkt mal so 2 Euro Trinkgeld in die Schale. Und fühlst dich gleich wie Oskar Schindler persönlich.
bin ein guter Mensch. Ich bin ein guter Mensch. Ich muss auch teilen können. Ja, ja, ja. Was? Nee, nee, passt schon. Ja, kannst behalten. Ja, pack ein, hau ab. Ah, nee, nee, nee. Kerwa geht uns gut, doch. Wirtschaftskrise, so ein Blödsinn. Keine dicken Autos hier. Wir leben in der Verschwendung. Nicht wie bei euch. Kleine Späßchen. Ich mach gerne mal ein Späßchen, wenn's passt. Mach ich spannend mal die Erleute, koch doch. Steig doch mal ein, werd doch mal wach, mach doch mal mit. Veränder die Welt doch mal. Was weiß ich, werd ehrlich. Steig ein, lass dir was einfallen. Fahr mal in Urlaub mit dem Sanitäropfer. Oder schenk ihm deine Tochter zur Verlobung. Oder das ist ein Maximum an deutscher Toleranz. Lass ihn mit deinem Auto fahren. Und ich wette mit dir, so manch einer sitzt hier gerade und denkt sich so, meine Tochter kann der haben, aber den Wagen packt er nicht an. Dankeschön, tschüss zusammen. Leute, für diese Kabarettarbeit musst du natürlich Fernsehen gucken und Radio hören und Zeitungen lesen. Ich habe mir das gerade überlegt, ich habe mir auf der Fahrt hierher nach Mainz für diese Sendung an der Tankstelle 3 Zeitungen gekauft. Neben mir kauft einer eine Schachtel Zigaretten und ich sehe, wie er liest, Rauchen kann Impotenz verursachen. Er sagt, neu, die will ich nicht. Gäbe sie mir eine, die Krebs macht. Und dann habe ich mir gerade Gedanken gemacht über Warnhinweise. Früher war das doch nirgendwo drauf, oder? Inzwischen ist es überall drauf. Ich habe mir einen Rasierer gekauft. Auf dem Stromkabel ist ein Warnpiktogramm drauf. Du sollst dieses Stromkabel nicht mit der Schere durchschneiden, solange es in der Steckdose steckt. Wie besoffen muss man sein? Das Schlimme an diesem Warnhinweis ist, inzwischen denkt jeder zweite Amerikaner, wenn es ausgesteckt ist, muss es durchschneiden. Ja. Wenn das so weitergeht, kaufst du irgendeinen Staubsauger, denkst, was steht denn auf meiner Miele drauf und liest, Vorsicht, unbekleidetes Staubsaugen kann im Stolperfall zu unerwünschter Penisverlängerung führen. Ihr sollt euch nicht alles bildlich vorstellen, was ich sage. Was ich aber schön finde, ist, dass die Anglismen in Deutschland zurückgehen. Warum? Weil es Untersuchungen gibt, die beweisen, dass man das immer falsch versteht. Schönes Beispiel, Parfümkette Douglas hatte den Slogan Come in and find out. Dann dachte 67% der Befragten, es heißt komm rein und find wieder raus. Oder der Fernsehhersteller Löwe hatte den Slogan Stimulate your senses. Hast du gerade übersetzt oder was? Da denkt die Mehrheit der Befragten, es heißt stimulier deine Sense. Und damit habe ich gerade begriffen, wie sehr sich die Zeiten verändert haben. Du, als wir noch Kinder waren und keine Kids. Meine Geschwister und ich, wir sind jeden Morgen allein Hand in Hand in den Kindergarten gelaufen. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Freilaufende Kinder. Moderne Kinder werden gefahren. Ein Paar mit 2 Kindern ist zum privaten Fuhrunternehmen verkommen. Und nach dem Kindergarten geht sofort mit dem Auto weiter zum Montessori-Erlebniskneten. Ja. Und
und auf dem Rückweg beim Sporttherapeut vorbei, weil sie verfettet sind. Leute, wir haben doch gar keine Zeit gehabt zum Dickwerden, oder? Sind wir doch mal ehrlich. Wir sind den ganzen Tag außen auf der Straße rumgerannt, hat nie ein Schwein nach uns geschaut. Okay, wenn es dunkel geworden ist, haben sie irgendwann an uns erinnert. Und aus dem Fenster gepfiffen. Es gab Sommerabende, da bist du schon dreimal heimgerannt, hast begriffen, das war ein Pfiff aus dem Nachbarhaus, hast weitergespielt. Bei meinem Kumpel hat es mal gar nicht pfiffen, hat er halt durchgespielt. Wenn genau guckst, spielt er heute noch. Leute, ich weiß noch ganz genau, ich war etwa 7, ich spiele auf der Straße. Mein Spielkamerad wird von seinem Vater verhauen. Ich schaue mir das an, der Vater schaut mich an, der Vater sagt, du kommst auch noch dran. Völlig ohne Grund, bloß weil er gerade dabei war, hat er mich auf Vorrat mitvermöbelt. Ich komme mit so einer dicken Backe heim. Heute, moderne Väter, schicke die Polizei hin. Mein Vater schaut her und sagt, ja, wirst halt frech gewesen sein. Habe ich gesagt, ich war gar nicht frech. Sagt er, soll ich immer wieder sprechen. Oder in der 2. Klasse bin ich mal vom Auto angefahren worden. Ja, da bist du damals nicht zum Arzt. Da bist du halt ein Jahr lang ein bisschen komisch gelaufen. Ich liege auf der Straße, der Autofahrer steigt aus, mein Vater kommt dazu, Autofahrer fragt, was machen wir? Mein Vater sagt, Sie sehen doch, er lebt noch, fahren Sie weiter. Oder heute sind noch Kinder im Auto 24 Mal angeschnallt. Du, mein Vater hat einen VW-Käfer gehabt, hinter Hutablage raus. Da sind wir zu dritt drin gestanden. Aber bis Bibione. PS glühender Boxermotor. Und der Vater ist durchgefahren. Und da hat keiner von uns jemals aufs Klo müssen. Hast du ja deswegen 2 Tage vorher nichts mehr zum Trinken gekriegt. Und die Restflüssigkeit ist auf dem heißen Motor aufgeschwitzt. Und auf der Fahrt ans Meer hat der Vater bei geschlossenen Fenster 2 Schachtel Ernte 23 Gramm. Ja. Und in diesen herrlichen Zeiten, wo es keine supermoderne Eltern gab, die gesagt hätten, Bubele, du darfst alles machen, was du willst, Hauptsache es macht dir Spaß, und wenn es deine Sense stimuliere. Bei uns ist abends um 7:30 die Mutter ins Zimmer gekommen und hat gesagt, Bube, jetzt ist Schluss, Hände auf Decke. Du weißt schon, was du schwätzt. Also Leute, zum Glück sind wir gerade im Kabarett. So was könnt ihr im Fernsehen nicht bringen. Schönen Dank, vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ade, danke schön.